Schmeckt ja ab. Was ist das? Was? Oh nein, 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 nein. Ich wusste, dass ich nicht der Letzte sein würde. Haben Sie euch auch die Mären von dem Geist des Hüters erzählt? Sie haben euch eine Falle gestellt. Und ihr seid hineingetappt, weil ihr euch von eurem Übermut habt blenden lassen. Oh, beim rechten Weg, nimmt das denn nie ein Ende? Wann wird sich der Unterdrücker jemals zufrieden geben? Deine jammernde Illusion? Nicht sehr überzeugend. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Aber was ist denn schon Realität, wenn ich euch sagen würde, dass ihr in Wahrheit mit eurem Freund Sirius zusammen tot auf dem Meeresboden liegt und alles bis zu diesem Punkt, eure Reise nach Ark, die Suche an der Sonnenküste, nur ein Traum ist? Könntet ihr den Unterschied erkennen? Die Antwort ist nein, denn ihr wollt nicht tot sein. Und deshalb würdet ihr alles daran tun, diesen Traum als Realität zu verteidigen. Wie sollte ich träumen können, wenn ich in Wahrheit tot bin? Das ergibt doch keinen Sinn. Was bedeutet schon Zeit für die Toten? Die letzte Sekunde, bevor eure Lunge zerreißen könnte. Jener letzte kleine Moment allein könnte euch hier als Ewigkeit erscheinen. Aber was rede ich da? Ihr seid stur und euch zu überzeugen ist mühselig. Ich bin ohnehin nur ein Auge. Nun lasst mich alleine, bevor wir den Unterdrücker noch weiter erzürnen. Er mag keine Worte. Er mag das Schweigen. Du hast mich vollgelabert. Aber wer ist der Unterdrücker? Der Grund dafür, dass wir hier für immer gefangen sind. Dass uns der Zugang zu unseren Gefühlen und Wünschen fehlt. Es ist sein Ziel, dass wir die Hoffnung verlieren. Dass wir aufhören zu glauben. Aber kann es sein, dass ich genau das tun muss, um mich von den Träumen der Vergangenheit zu lösen? Aufgeben? Wer sagt mir denn, dass sie mehr waren als Träume, die ich schon damals mit neuen Träumen begraben habe? Aber nein, noch bin ich nicht so weit. Noch hat er mich nicht gebrochen. Es ist menschlich, an der Hoffnung festzuhalten. An dem Glauben, dass ein Wunder geschieht, das uns befähigt, dem Schmerz ein Ende zu bereiten. Also warte ich und ihr mit mir. Für immer. Ah ja. Also sagt, ich habe ein Messer und bin halb Heilöchen auch. Moment. Was zum... Wie habt ihr das gemacht? Das wüsste ich gern selbst. Ihr habt sie einfach geöffnet. Aber... Das ist doch gar nicht möglich. All die Jahre hat sie mich gefangen gehalten und ihr... Ich kann das einfach nicht fassen. Wir müssen uns ansehen, was draußen ist. Wir werden nicht weit kommen, aber dennoch, wir müssen es sehen. Kommt, geht vor. Wir werden sterben. Aber gut. Hallo. Ah. War mir nicht sicher, ob sie angreifen würde. Natürlich hat sie angegriffen. Und auch du, meine Florindin. Stirb einfach, zusammen mit die andere. Was zum Teufel? Wo sind wir hier? Wo bin ich? Was ist das hier nur für ein Ort? Was bist du? Was soll das hier alles? Ich verstehe es nicht ganz. Verrückt ist es. Das ist doch eine merkwürdige Prüfung. Eine Prüfung in meinem Kopf, ja? Erbärmlich. Ah. Bei den Göttern. Das sind die Geißeln des Unterdrückers. Sie sind gekommen, um uns zu bestrafen. Wir haben gerade eben schon drei davon erledigt. Ist dir das nicht aufgefallen? Alter Schwede.
Das Schrift ist Papier. Lass uns der Stille lauschen. Was treibt dich wirklich an? Wer bist du? Wer bist du, seit du Enderal betreten hast? Du bist jetzt das Gegenteil von dem, was du wirklich bist. Lehrreich, stark, mächtig, jemand von Bedeutung, kurz befasst, der Prophet. Du hast dir eine Geschichte, ein Märchen konstruiert, ein Märchen davon, wer du sein willst. Und du hast genau die Menschen getroffen, die dir genau das bestätigen. Das war dir doch das Wichtigste, oder? Du hast jemanden gefunden, der dein Märchen glaubt. Merkst du es nicht? Du bist einfach falsch. Alles an dir ist falsch. Du bist erbärmlich, weißt du das? Was würde Sirius dazu sagen? Du bist erbärmlich, wie unsere Lebensspender an dieser Stelle sagen würden. Einfach nur erbärmlich. Okay, ich bin nicht erbärmlich. Lass mich doch nicht von einem Stück Papier komplett zerstören. Ist ja lächerlich. Einzige Person, die hier erbärmlich ist, bist du. All diese Tricks und Geisteskniffe. Aber mich kann man nicht brechen. Ich bin nicht dazu da, gebrochen zu werden. Oh, kommen all diese Leichen hierher? Ich weiß es nicht. Nichts hier ist real, da sieht man doch. Nichts hier ist... Oder ist es real? Es ist nicht real, es kann nicht real sein. Ja! Erbärmlich. Okay. Jetzt noch seriously, ich weiß nicht genau. Oh, ich bin aufgestiegen, immerhin. Das ist so kalt hier. Und so bedrohlich. In der Zelle war es viel schöner. Vielleicht hätten wir nicht gehen sollen. Vielleicht war das ein Fehler. Wir können nicht entkommen. Aber zumindest einmal einen Blick hinauswerfen. Das ist doch kein Verbrechen, oder? Axion, macht euch nicht lächerlich und kommt einfach mit. Ich beschütze euch und das wisst ihr. Sie können uns nichts anhaben. Seht ihr es denn nicht? Sie können uns nichts wirklich anhaben. Sie sind schwach. Nur wir sind nicht schwach, solange wir aufrechten Kopf, Geistes oder so. Alter Schwede, nein. Durchsuchen Panik. Hoffnungslosigkeit. Verzweiflung. Hey, wenn sie schon tot sind, können sie mich nicht mehr heimsuchen. Perfekt. Was ist dies hier? All diese Hoffnungslosigkeit. Aber es gibt keine Hoffnungslosigkeit. Wir kommen weiter. Und wenn wir weiterkommen, dann kommt auch immer weiter mehr Hoffnung auf uns zu. Ich meine, stellt euch vor, wir würden feststecken. Alles ähnelt sich so. Das ist ein verfluchtes Labyrinth. Beim rechten Weg. Wir hätten die Zelle niemals verlassen sollen. Ihr seid ein verfluchter Narr. Wir waren hier noch nicht. Noch mehr Zellen. Und sie sind alle leer. Wahrscheinlich waren ihre Insassen Leute wie wir, die zu leichtsinnig waren, um ihren Platz zu kennen. Jetzt sind sie tot. Einfach aufgelöst. Oh, bei den Göttern. Wir hätten das alles niemals tun sollen. Niemals! Ich weiß ehrlich nicht, was man dazu sagen, kommentieren soll. In Character, also eigentlich... Eigentlich, weiß ich nicht, ich finde das jetzt nicht sonderlich überzeugend, auch für unseren, also, dafür sind halt die Gegner einfach zu schwach. Es fühlt sich jetzt alles nicht gerade sonderlich hoffnungslos hier an. Aber was, wenn du alles wirklich nur ein Traum war, ich nicht der Prophet bin, sondern nichts weiter als ein... Ihr seid wahrhaftig ein Narr. Aber ich finde es lustig, dass das Ding Reue heißt. Dem man das wegnimmt, stirbt man. Reue. Mhm.
Passt. Es ist irgendwie jetzt... Weiß ich nicht. Also der Typ übertreibt ein bisschen. Sei halt einfach kein Narr. Keine Falle? Die Wand sieht brüchig aus. Es war also kein Traum. Die Wand ist immer noch brüchig. Schlüssel zur Freiheit. Ah, warte. War das Surprise? Aber guck mal, hier komme ich locker durch. Okay, dann nehmen wir bitte ganz kurz mal die Reue. Ach komm, wirklich? Genau, leg die Reue da ab. Hä? Ach komm, Leute. Och. Gut. Da hat er gerade ein bisschen gebuckt, aber das ist okay. Oh nein, warte, was? Oh, ihr Arschlöcher. Oh nein, nein. Seht ihr es? Wir sind wieder dort, wo wir begonnen haben. Moment, was? Nein, das kann nicht sein. Wir sind doch... Es ging doch... Nein! Nein! Nicht raus hier! Verflucht noch eins! Was soll das? Das kann nicht sein. Nein! Sitz dich einfach nur so rum! Was, lasst mich! Die Strafe des Unterdrückers wird grausam sein. Wo ist überhaupt dieser Unterdrücker, von dem ihr dauerhaft andauernd sprecht? Hier ist nichts als Knochen und Geister. Weil ihr blind seid! Der Unterdrücker atmet durch jeden Stein. Sein Mark steckt in jedem Knochen. Sein Leben in jedem Tropfen Blut. Und dennoch seid ihr zu verblendet, es zu erkennen. Aber das hätte ich ja wissen müssen. Was ist schon von jemandem zu erwarten, der seine ganze Familie eigenhändig umgebracht hat? Ich war ein Narr, euch zu folgen. Und nun habt ihr mich in den Abgrund gerissen. Ich habe sie nicht umgebracht. Es muss einen Weg herausgeben. Ich verstehe es einfach nicht. Überhaupt, wer seid ihr? Ein Teil von mir? Ein Trugbild? Natürlich bin ich ein Teil von euch. Und ihr seid ein Teil von mir. Ich bin die Stimme, die wie die eure klingt, aber aus fremden Kehlen kommt. Aber was rede ich da? Ihr würdet es doch ohnehin nie verstehen. Es muss einen Weg herausgeben. Nein, den gibt es nicht. Für Menschen wie uns gibt es ihn nicht. Und das hätte ich wissen müssen. Wir sind die Verdammten. Denn wir sind zu tief in der Vergangenheit gefangen, als dass wir die Freiheit verdient hätten. Ach, ihr redet wirr. Ihr redet Unsinn. Ihr redet einfach nur absoluten Unsinn. Ich bringe uns hier raus. Irgendwie. Oder auch nicht. Einfach schlafen. Einfach. Schlafen. Und nichts passiert? Alles ist unverändert. Das kann nicht sein. So, so. Ihr habt es also begriffen. Ich bin das, was euch an diesem Ort hält. Aber war es einfach blinde Wut, die euch hat handeln lassen? Oder habt ihr wahrhaftig verstanden, wer ich bin? Was euch antreibt? Ich habe verstanden, dass die Wand brüchig ist. Das Salz zerfrisst eure Haut. Und das Wasser in euren Lungen ist kalt. Wann werdet ihr endlich finden, wonach ihr sucht? Die Wand. Sie leitet mich, denn sie ist brüchig. Und solange sie brüchig ist, kann mich niemand aufhalten. Jesper! Oh mein Gott, Jesper! Es ist geschehen. Was sind diese merkwürdigen Geräusche? Es regnet. Regengeräusche, ich glaub's ja nicht. Gut, wir starten mal ein ganz kurzes Spiel neu. Jero!
Ihr seid wieder zurück? Was, was? Oder. Oder seid ihr jemals weg gewesen? Das ist es also, ja. Ein Traum, deinem Rätsel und dann kehrt man einfach zurück. Ja, wenigstens habt ihr mich dich da draußen liegen lassen, nicht wahr? Jesper, nicht Jero. Das ist peinlich. Jesper? Jesper? Naja, wenigstens konntet ihr mich nicht hören. Was ist das hier? Okay. Ist bei euch alles okay, Jesper? Oh, hey. Ja. Schön, dass du wieder wach bist. Na, wie geht's dir? Oh. Wo sind die anderen? Dunva, Kalia, Bartar. Keine Ahnung. Hier war es leer, als ich gekommen bin. Eigentlich komisch jetzt, wo du es ansprichst. Der ganze Tempel ist wie ausgestorben. Moment, was? Naja, vielleicht irgendeine Zeremonie oder sowas. Jetzt sag, wie geht's dir? Ich hab gehört, diese Prüfung ist ganz schön heftig. Manche wachen angeblich gar nicht mehr auf. Moment mal. Du hast mich... Okay. Die Prüfung geht also weiter, ja. Eigentlich gut. Wo sind wir hier? Im Sonnentempel. Genauer gesagt im Kurarium. Man hat dich hierher gebracht, während du mit diesem Aixon unterwegs warst. Die anderen beiden sind schon vor ein paar Stunden wieder aufgewacht, aber ich wollte dich hier nicht alleine lassen. Gerade eben meintest du noch, sie wären... Schließlich bist du ja jetzt ein Hüter des ersten Siegels. Ich vermute, ein Glückwunsch ist an dieser Stelle angebracht, oder? Hm. Das ist nett, danke. So bin ich. Blöd nur, dass dir das rein gar nichts helfen wird. Du bist erbärmlich, weißt du das? Einfach nur erbärmlich. Bitte? Ich sagte, dass du erbärmlich bist. Anfangs haben wir gedacht, dass es dieses Mal spannend werden könnte. Aber jetzt, wo wir den neuen Boten kennen, haben sich diese Hoffnungen zerstört. Du bist eine Lachnummer. Ein Niemand, der seinen einzigen Freund verrecken lässt. Aber das würdet ihr ja nie akzeptieren. Ihr Menschen, immer so verdammt beharrlich. Warum lasst ihr euch nicht einfach fallen? Das würde vieles erleichtern. Für uns alle. Denn machtlos seid ihr ohnehin, so wie all die vor euch auch. Und ihr, Prophet, ihr seid der größte Witz von allen. Ihr seid nichts als ein Gossenkind. Ein Schwächling. Und ein... Und deshalb werdet ihr brennen, allesamt. Die Läuterung wird geschehen und ihr könnt nichts dagegen tun. Ihr seid die, die hinter dem Zyklus stecken. Warum tut ihr das? Was haben wir euch getan? Getan? Ihr seid so naiv. Die Welt ist ein Wechselspiel aus Ursache und Wirkung. Und die einzig logische Konsequenz eurer Existenz ist die Vernichtung. So war es schon immer und so wird es immer sein. Aber genug des Geplänkels, Gossenkind. Wir wollten euch kennenlernen und das haben wir. Auch wenn das Ergebnis eher ernüchternd ist. Nun erwacht, stolpert weiter durch den Nebel. Ah. Er wacht nicht mehr, oder? Malphas sei Dank. Ich dachte schon, ich wäre die Einzige. Wie geht es euch? Ihr seht mitgenommen aus. Dein Hals sieht sehr merkwürdig aus. Überraschung. Das bin ich.
Natürlich. Verzeiht, die Bemerkung war etwas überflüssig. Aber schön zu sehen, dass der Großmeister recht behalten hat. Ich bin einige Stunden vor euch aufgewacht und er war zwischenzeitlich hier. Er hat keine Sekunde daran gezweifelt, dass ihr es schaffen würdet. Keine einzige. Ich schätze, wir können uns also gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wir haben es geschafft. Das heißt nun, wir sind die beiden neuen, wir seien nun beide Hüter. Fast, ja. Es fehlt nur noch der Schwur und dann werden wir in einer Zeremonie das erste Siegel empfangen. Übrigens hat mir der Großmeister, als er hier war, alles erzählt. Von den Pyreern, von den Träumen und natürlich von diesem Zyklus. Das ist doch skurril, wirklich. Erst offenbart man uns aus heiterem Himmel, dass die Götter nicht mehr sind und jetzt, dass sich die Menschheit am Rande des Untergangs befindet. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass die Prüfung eine aufreibende Erfahrung wird, aber sowas... Man merkt, dass sein Hals ziemlich mitgenommen wurde durch die Prüfung. Meine Herren, das sieht echt ungesund aus, junge Dame. Ihr solltet zum Arzt gehen. Kann ich verstehen. Was haltet ihr von all dem, dem Zyklus, dieser Läuterung, die uns bevorsteht? Schwer zu sagen. Diese Träume, von denen der Großmeister sprach, hatte ich nie und das trotz meiner Magiebegabung. Aber das Gefühl, dass der rote Wahnsinn keine gewöhnliche Krankheit ist, hatte ich schon immer. Tja, und der Rest... Sagen wir es so, wenn das ganze Chaos hier Teil von etwas Größerem ist, erklärt das vieles. Zumindest verstehe ich nun, warum der Großmeister euretwegen bereit war, die Traditionen des Ordens zu brechen. Laut ihm steht und fällt unser Kampf gegen den Zyklus ja mit euch. Es ist nichts, worauf ich stolz wäre. Und wie geht es nun weiter? Nun, wie gesagt, erstmal müssen wir beide noch den Heiligen Eid ablegen, der uns zu Hütern des ersten Siegels macht. Ihr solltet euch beim Großmeister melden, wenn ihr bereit seid. Er erwartet euch im Emporium. Warum ich das andere gerade nicht gesagt habe, die junge Dame hat gerade eine sehr, sehr schwere Prüfung quasi eigentlich bestanden. Vor allem ist alles, woran sie bisher geglaubt hat, erschüttert. Da sollte man vielleicht ein bisschen Stärke zumindest zeigen, finde ich. Und deswegen haue ich ihr jetzt nicht noch mehr um die Ohren, dass auch mir das alles ein bisschen zu viel ist. Wir beide... Das ist die dümmste Frage, die ich stellen kann. Was ist mit Dunwar? Richtig. Die Apothekarii haben ihn vorhin untersucht und es sieht nicht gut aus. Vermutlich wird er nie wieder aufwachen. Das ist eigentlich eine Lüge. Eine Prüfung, die den Geist und die Selbstbeherrschung eines Menschen testet, hätte man sich keinen schlechteren Kandidaten als ihn aussuchen können. Ich bin halt ehrlich. Er war impulsiv, ja. Aber irgendwo kann ich ihn auch verstehen. Wisst ihr, Dunwar gehörte zu der Sorte Mensch, die versucht, ihre Unsicherheit durch prahlerisches Gehabe zu übertünchen. In Wahrheit war er nämlich der Letzte seines Adelsgeschlechts. Und der Glaube an den Pfad und seine Bestimmung als Hüter war alles, was er noch hatte. Und wer weiß... Vielleicht wäre er mit der richtigen Führung dem Orden eine große Hilfe gewesen. Aber ich schätze, Meister Batars Offenbarung war einfach zu viel für ihn. Es ist hart gesagt zu bekommen, dass alles, wofür man gelebt hat, eine Lüge gewesen sein soll. Vertiefen. Ihr wirkt etwa jedenfalls erstaunlich gefasst. Besonders gemessen daran, dass euch eben der Tod eurer Götter offenbart wurde. Vielleicht lasse ich es mir auch einfach nicht anmerken. Aber ja, irgendwo habt ihr sicherlich recht. Vermutlich liegt es daran, dass für mich, anders als für Dunwar, der Orden schon immer Symbol für eine Idee war. Nicht nur der Schwertarm der Lichtgeborenen. Und eine Idee stirbt nicht mit dem, der sie erdacht hat. Interessant. Verzeiht, wenn ihr die Frage gestattet. Was hatte das eigentlich mit Dunwars Anschuldigungen auf sich, dass sie eine Hexe wärt? Ich wusste, dass die Frage irgendwann kommen würde. Sorry. Ich schätze, die Antwort hängt davon ab, ob ihr in der Stimmung für schwere Kost seid. Früher oder später würdet ihr es ohnehin erfahren. Dann doch lieber gleich von mir. Auch wenn dein Hals mir echt auf den Keks geht, sonst hätte ich nicht gefragt. Er erzählt. Na gut. Ich...
Wo soll ich anfangen? Vielleicht damit, dass ich mich an nichts vor meinem 6. Lebensjahr erinnere. Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde und habe meine Eltern nie kennengelernt. Ihr erinnert euch nicht. Wie das? Das weiß ich nicht. Ah, endlich, ihr Hals. Ich weiß nur, dass die erste Erinnerung an mein Leben die ist, mitten in einem Dorf aufzuwachen. Es war Nacht, mir war schlecht, meine Kleidung war zerrissen und ich fühlte mich leer. Das trifft es am besten. Irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit im Dreck habe ich schließlich die Kraft gefunden, aufzustehen. Und erst dann habe ich begonnen zu begreifen, was um mich herum geschehen war. Was? Das ganze Dorf. Es war zerstört. Überall lagen Leichen, Männer, Frauen, Kinder. Und die Häuser waren zertrümmert, als wäre ein wahnsinnig gewordener Gott höchstpersönlich durch die Straßen gefegt. Und das erst vor kurzem, denn die Zerstörung war noch frisch. Aber was auch immer es war, mir blieb nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Kaum hatte ich mich aufgerichtet, sah ich drei Reiter durch die Rauchschwaden auf mich zukommen. Einer von ihnen stieg ab, rannte auf einen der Körper zu und begann etwas zu brüllen, das ich nicht verstand. Dann zeigte er auf mich und einen Augenblick später spürte ich einen Schlag auf den Hinterkopf und verlor das Bewusstsein. Beim Namen der Sonne, es ist seltsam, das so zu erzählen. Es ist schon so lange her, aber die Erinnerung fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Danke, dass ihr mir das anvertraut. Es muss schwer für euch sein. Es gibt Schlimmeres. Ich vermute, dass die Reiter Dorfbewohner waren, die zur Jagd ausgeritten waren, bevor das Ganze, was auch immer es war, geschehen ist. Sie müssen die Feuer gesehen haben und sind daraufhin zum Dorf zurückgeritten. Und, tja, da der örtliche Pater mich, wie ich später herausgefunden habe, erst ein paar Tage zuvor gefunden und ins Dorf gebracht hatte und ich aus irgendwelchen Gründen die Einzige war, die dieses Massaker im Dorf überlebt hat, dachten sie wohl, ich wäre auch dafür verantwortlich. In anderen Worten, sie hielten mich für irgendeine Art Dämon, der die Gestalt eines Kindes angenommen hatte und der ihre Familien abgeschlachtet hatte wie Vieh. Was hatten Sie vor? Rache üben? Vermutlich. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Und im Grunde ist es einerlei, weil es mir weiß der schwarze Wächter, wie irgendwie gelang, aus ihrem Lager zu fliehen. So gab es nach Ark. Aber ein wirklicher Fortschritt war das nicht. Ich war eine Wegelose, also brachte man mich dorthin, wo man Heimatlose in Ark eben hinbringt. In die Unterstadt? Ja. Rückblickend frage ich mich, wie ich die Zeit dort unten überlebt habe. Aber wenn das Kind seinen einen Vorteil hat, dann, dass man nicht hinterfragt, sondern einfach tut. Dennoch, die Winter als Gossenkind waren grausam. Und hätte mich Meister Tyras nach meinem 2. Jahr dort unten nicht gefunden und aufgenommen, wäre ich jetzt vermutlich... Ihr wisst schon. Meister Tyras? Ein Ordenshüter hat euch aufgenommen. Ja. Ja, er hat mich gesehen und er wusste, was er zu tun hatte. So hatte er es mir einmal erzählt. Der Orden war natürlich nicht sonderlich erfreut darüber, aber Meister Tyras war ein höchst geachteter Mann und deshalb ließ man ihn gewähren. Woher kamen die Vorbehalte des Ordens? Naja, sie sind Wegelose. Er hat euch einfach gesehen und adoptiert. Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Naja, ungefähr 5 Jahre bevor er mich... gefunden hat, sind seine Frau und seine beiden Töchter bei einem Unfall ums Leben gekommen. Vielleicht war ich also irgendwo eine Art Ersatz. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es egal. Tyras ist für mich mein Vater. Und er war ein guter Mensch. Das ist alles, was zählt. Und Meister Tyras hat euch das Noviziat ermöglicht? Zum Empören vieler, ja. Aber wie schon gesagt, Tyras hatte eine Menge Einfluss. Und ich will gar nicht wissen, welche Hebel er alle in Bewegung gesetzt hat, damit ich bleiben konnte. Tja, und das ist auch schon das Ende meiner großartigen Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr seid jedenfalls nicht die Bauernmarkt von nebenan, das muss man euch lassen. Crash. Crash. Ihr seid jedenfalls nicht die Bauernmarkt von nebenan, das muss man euch lassen.
Nein, das bin ich nicht. Und was ist mit Meister Tyras geschehen? Wo ist er jetzt? Fleischmaden. Er war schon viel zu alt und niemand konnte etwas tun. Nicht einmal die Lichtmagier des Ordens. Aber ich möchte nicht darüber sprechen. Und deswegen nennt euch Dunvar eine Hexe? Er glaubt allen Ernstes, genau wie diese Bauern, dass sie irgendwie die Zerstörung dieses Dorfes verantwortet? Das tut er. Und damit ist er nicht allein. Einer der Bauern hatte mich in meinem ersten Jahr als Novizin auf dem Marktplatz erkannt. Und ihr könnt euch ja denken, dass das in Anbetracht besagter Vorbehalte gegen mich und meinen niederen Pfad natürlich gefundenes Fressen war. Von da an wurden die distanzierten Blicke zu Spitznamen. Dämonenkind, Hexe, was auch immer sie sich alles einfallen ließen und lassen. Naja, seht euch doch mal an. Ihr seid klug, hübsch, talentiert und sympathisch. Viele Gründe, euch zu beneiden. Wisst ihr, was das Lustige ist? Irgendwo bin ich froh, dass ich die bin, die ich bin. So lassen all die Leute mich wenigstens in Frieden und ich habe mehr Zeit, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auf meine Ziele. Ja? Und die wären? Verschiedene. Aber ich schlage vor, das waren jetzt erstmal genug der düsteren Geschichten, meint ihr nicht? Irgendwann ergibt sich sicherlich nochmal die Möglichkeit für ein Gespräch. Vielleicht. Und ihr sagtet, Dunvar sei der Letzte seines Adelsgeschlechts? Der Letzte, ja. Alle Dalmordans bis auf ihn fielen 8215 der großen Fleischmadenplage zum Opfer. Oh Gott. Es war schon fast traurig, wie er ständig mit seiner erhabenen Herkunft prahlte. Obwohl jeder eigentlich wusste, dass er ohne die Barmherzigkeit des Ordens jetzt vermutlich in der Unterstadt leben würde. Wenn man das da unten Leben nennen kann. Und ihr sagtet, der Großmeister erwartet mich, richtig? Dann sollte ich ihm vermutlich mal einen Besuch abstatten. Tut das. Es ist zwar schon spät, aber wenn ihr möchtet, kann ich euch davor noch die wichtigsten Orte des Tempels zeigen. Was meint ihr? Das wäre sehr nett. Gut, dann holt euch noch eure Sachen aus der Truhe und wir gehen los. Müsst ihr euch das mal vorstellen, die Kalia, die Maga. Nehmt noch eure Sachen aus der Truhe. Ja, dann lasst mich doch mal. Was an denn? Folgt mir. Ich trage zu viel, um zu laufen, wirklich? Ich hab doch die ganzen Sachen die ganze Zeit schon. Immer noch? Okay, Moment. Sorry, ich habe hier gerade zu tun. Offensichtlich trage ich zu viel. Weil das vermaledeite Käserad hier 2 Kilo... Oh Gott, ich habe 10 zu viel dabei. Was zum Teufel trage ich denn alles mit mir herum? Ach, warte mal. Natürlich. Der Rucksack, der ist noch nicht angelegt. Deswegen trage ich zu viel. So. Besser. Viel besser. Und die Stahlpfeile bitte noch. Ja gut, wir können los, ne? Ist dir klar. Ja? Na los, lauf. Lauf, lauf. Hoppidi-hopp. Fein. Wir haben eine ähnliche Vergangenheit im Endeffekt insofern, dass wir beide vielleicht einfach nur missverstandene Leute sind. Ich soll meine Familie getötet haben, sie soll ein ganzes Dorf niedergebrannt haben. Das kann man aufwiegen. Das kann man sehr gut miteinander aufwiegen. Allerdings ist sie halt... Hab ich jetzt nicht getraut, das Religionsthema anzusprechen, ne? Also den Punkt, dass der Tod der Lichtgeborenen eigentlich eine gute Sache war, den habe ich jetzt nicht direkt ansprechen wollen. So, das hier ist das Sanktum. Es ist ein Ort der Stille und des Gebets. Und hier werden wir beide später auch unseren Schwur ablegen. Na super. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber sie kann mal... Meine Herren, die junge Dame trägt aber ganz schön krasses Zeug, ne? Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht hin. Ey, jetzt ist langsam mal gut, okay? Regellosigkeit, wohin man schaut. Wohin soll das nur führen? Ja. Ich folge dir. Gut. Und sie läuft voraus. Also, so mit Ruckelung. Das ist ein bisschen anstrengend, wie Leute immer sich umdrehen. Alle 2 Meter drehen die sich um und gucken und warten, dass man hinterherkommt. Aber steht man direkt hinter ihnen. Aha. Naja, was willst du machen?
Und dann rennt sie auf einmal weg. Nächste, sonst wartet sie immer auf einen und jetzt auf einmal rennt sie los. Ja, Kalia, ich folge dir immer noch. Lauf einfach nur, lauf! Hier wart ihr vermutlich schon. Wir nennen dieses Gebäude das Chronikum. Mhm. Und da drin befindet sich das gesammelte Wissen des Ordens in Form von Büchern und Pergamenten. Ah, da bist du ja. Außerdem erforschen die Arkanisten und Magister dort Magie und alte Artefakte. Es ist also auf jeden Fall ein Ort, den ihr öfter zu Gesicht bekommen werdet. Gleich darunter ist auch die Tempelschmiede, die eure erste Anlaufstelle sein sollte, wenn ihr Ausrüstung braucht. Und in dem Gebäude dort drüben ist die Skuola, die Ordensschule. Tja, und das war's auch schon. Das Emporium kennt ihr ja bereits und auf dem Götterblick seid ihr wahrscheinlich auch schon gewesen. Sprecht am besten mit dem Großmeister, wenn ihr für den Eid bereit seid. Okay, und wo ist das Poké-Center und der Pokémon-Markt? Das wäre noch ganz interessant. Gut, was werdet ihr jetzt tun? Mich vorbereiten, vermutlich. Jetzt schreitet wohl. Wir sehen uns. Gut, schreitet wohl. Ich weiß, was du meinst. Aber der Großmeister wird schon wissen, was er tut. Jetzt geh, bevor der Magister dich holen kommt. Ja, natürlich. Schreite wohl, Schwester. Immer so förmlich. Okay, und wieder zurück zum Großmeister. Yay! So unübersichtlich der ganze Kram hier. Und so verwinkelt und alles. Mann, ey. Warte mal, muss mich hier mal zurechtfinden. Hier lang? Nee. Rauf würde ich vorschlagen. Ja? Ah, da drüben. Okay, also hier. Eieiei, beeindruckende Statue auf jeden Fall. Gut, dann ab ins Emporion. Ab ins Emporion. Jom, Emporion. Und ihr glaubt wirklich, es kann funktionieren? Das klingt abstrus. Ich glaube nicht, ich weiß. Und was den Söldner angeht, er mag zwar nicht der strahlende Hüter von Schloss Sternensund sein, aber er ist fähiger als die meisten eurer Männer. Ich will ihn. Und ihr werdet eure Chuchessa davon überzeugen müssen. Muss ich das? Na schön, ich werde sie überzeugen. Ihr hört von mir. Will ich hoffen. Auf bald. Ich glaube, da ging es um Jesper. Prophet, schön, euch wohl aufzusehen. Wie fühlt ihr euch? Noch etwas durch den Wind, aber ansonsten in Ordnung. Danke der Nachfrage. Sehr gut. Ich hatte keine Zweifel, dass ihr bestehen würdet. Alles, was nun noch zu tun bleibt, ist der Eid. Dann können wir uns endlich den dringlichen Dingen zuwenden. Worauf werde ich schwören müssen? Die toten Götter? Meine Loyalität zum Orden? Nichts davon. Ihr werdet schon sehen. Gut, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Die Zeremonie muss noch vorbereitet werden, also brauchen wir mindestens noch einen Tag. Kommt dann einfach wieder hierher. Auch wenn es mich schmerzt, noch mehr Zeit zu verlieren. Die Läuterung kommt näher. Erst diese Nacht hatte ich wieder einen dieser Träume. Einen Traum? Was habt ihr gesehen? Ich kannte. Auch euch. Aber nicht ihr habt gesprochen, sondern irgendjemand anderes. Etwas anderes. Ich glaube, dass dieses Etwas, diese Wesen, mit dem Zyklus in Verbindung stehen. Sie ließen Andeutungen fallen und spotteten, dass unser Kampf gegen die Läuterung aussichtslos sei. Es war eigentümlich. Ich habe dasselbe geträumt, bevor ich im Kurarium aufgewacht bin. Tatsächlich? Das ist interessant. Es muss etwas mit unseren Rollen als Boten zu tun haben. Vielleicht verbindet uns das. Irgendeine Vorstellung, um was oder wen es sich bei diesem Wesen handeln könnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht Dämonen oder irgendwelche magischen Entitäten. Sie sind jedenfalls anders. Schwer in Worte zu fassen. Aber wenn sie tatsächlich den Zyklus verantworten, sind sie unsere Feinde. Das ist alles, was für den Moment zählt. Kommt morgen wieder, dann sehen wir weiter. Ihr hattet erzählt, dass ihr 30 Jahre in Gefangenschaft wart. Wart ihr die ganze Zeit über... allein? Ja. Warum fragt ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 30 Jahre Isolation spurlos an einem vorbeigehen. Das tun sie auch nicht. Worauf wollt ihr hinaus?
Ihr wollt, dass ich eurer Führung vertraue. Aber wenn ihr euch das tun soll, will ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ein nachvollziehbarer Wunsch. Aber fragt zukünftig direkt. Ich bin kein Freund von Andeutungen. Sehr wohl. Also, ja. Die Zeit hat Narben hinterlassen. Die Entwürdigung, der Hunger, um die offensichtlichsten Dinge zu nennen. Die Einsamkeit war aber das Schlimmste. Ironischerweise war das das Letzte, womit ich gerechnet hatte, wisst ihr. Von all den Dingen, die man einem Menschen antun kann, wirkt sie so banal. Aber das ist sie nicht. Entweder man entwickelt Methoden, mit ihr zurechtzukommen, oder man zerbricht. Glücklicherweise gelang mir Ersteres. Erinnerungen an die Zeit vor meiner Gefangenschaft, die Aussicht auf das, was danach kommen würde, diese Dinge waren meine Fenster zur Außenwelt. Sie haben mich daran erinnert, dass ich mehr war als diese ausgemergelte Gestalt in den Gewölben. Und dann wart ihr plötzlich wieder frei. Wie hat sich das angefühlt? Lasst uns auf dieses Gefühl genauer eingehen. Wie genau? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Was haben Sie gesehen? Was haben Sie gespürt? Lasst uns genau dieses Gefühl doch mal näher verdeutlichen. Seltsam. Alles erschien mir so grell und unwirklich. Okay. Gerade im Kloster von Narazuls Magiern fiel mir das auf. Ich hatte Schwierigkeiten, mit Menschen zu sprechen. Und immer wenn ich es tat, kam es mir vor, als wäre mein Gegenüber eine Wachsfigur, vor mich gestellt, um mich zu verhöhnen. Wie ist es mittlerweile? Besser. Unsere Mission, meine Verantwortung hier als Großmeister, es hat mir geholfen, wieder in der echten Welt anzukommen. Mich überrascht, dass ihr nach dieser Erfahrung gleich wieder zurück in den Dienst getreten seid. Was wäre die Alternative gewesen? Ein Leben als Fischer? Gerade was mir widerfahren ist, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass ich jetzt hier bin und tue, was ich tue. Das ist es doch, woran es der Welt fehlt. Menschen, die ihren Willen nicht von einem Schicksalsschlag zerstören lassen. Wegen des Zyklus. Ja. Oh, er hat ein nervöses linkes Bein zucken, das kenne ich. Könnt ihr mir noch etwas mehr über die Boten erzählen? Was macht uns aus? Das kommt darauf an, wen ihr fragt. In manchen Aufzeichnungen der Pyräer werden wir als Auserwählte bezeichnet. Aber das halte ich für falsch. Die richtige Bezeichnung wäre Schachfiguren mit eigenem Willen. Was auch immer hinter dem Zyklus steckt, es hat uns Kräfte gegeben und damit eine Aufgabe. Aber es liegt an uns, sie zu erfüllen. Und ihr habt keinerlei Vermutung darüber, warum genau wir beide Boten sind? Nein, habe ich nicht. Und was genau sind unsere Aufgaben? Genau kann ich euch das nicht sagen, nur andeutungsweise. Meine ist es, den Kampf gegen die Läuterung zu leiten, die Kräfte zu einen und eure, die Vergangenheit zu lesen und uns das Wissen zu verschaffen, das für einen Sieg notwendig ist. Wie genau das geschieht, das müssen wir herausfinden. Gibt es außer uns beiden noch andere Boten? Das weiß ich nicht, aber es gibt Andeutungen. Wir werden sehen. Dieser Kreislauf, habt ihr eine Vermutung und wie lange das schon so geht? Die Pyräer sprechen davon, dass es bereits seit Äonen so geht. Seit diese Welt, seit das Meer der Eventualitäten besteht, besteht auch der Zyklus. Es scheint eine Konstante der Existenz zu sein. Und keiner Menschheit ist es bisher gelungen, den Zyklus zu brechen? Das ist entmutigend. Den Pyräern ist es nicht gelungen. Und den Dutzenden Zivilisationen vor ihnen auch nicht, so viel wissen wir. Aber was davor war? Der Blick in die Vergangenheit ist begrenzt. Fakt ist, dass der Zyklus für uns eine reale Bedrohung darstellt. Und das ist alles, was für den Moment zählt. Okay, dann hab Dank für eure Worte. Gut, ich würde mal sagen, wir beenden diese Folge für heute erstmal. Ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns der Zeremonie unterwerfen quasi, beziehungsweise vor allem unseren
Schwur ablegen. Ich glaube, das ist das, was wir machen. Ich werde jetzt hoffentlich mal nach der Folge dran denken, auf den Marktplatz zu gehen. Und wie bereits gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nochmals, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.